Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Ich finde, es wird mal wieder Zeit, shoppen zu gehen und ich habe mich heute mal nach Kluftspitze aufgemacht, um da zu schauen, was der Hausausstatter und Errungenschaftsausstatter so anzubieten hat. Ja, wo finden wir die beiden? Wir haben ja mehrere Städte in Kluftspitze und wir müssen hier in die größte, nämlich nach Shornhelm. Und wir nehmen dann auch logischerweise den Wegschrein von Shornhelm, laufen hier einmal durch die Stadt durch und gehen dann ins Gasthaus zum Toten Wolf. Das heißt also, so einfach ist es auf der Karte nicht zu entdecken, aber mit Mouseover sehen wir hier, hier haben wir Hausausstatter Ruzika und Errungenschaftsausstatter Lotsutusk. Und wenn wir dann im Gasthaus sind, dann sehen wir hinter uns schon ganz deutlich den Banner mit dem Stuhl. Und dann wissen wir, aha, hier gibt's was Schönes zu kaufen. Und deswegen quatschen wir die beiden doch mal an und fragen, was sie so anzubieten haben. Es kauft nicht jeder gern für sein Zuhause ein. Ich verstehe das schon. Das tue ich wirklich. Sucht euch etwas aus, damit wir beide unserer Wege gehen können. Na, dann gucken wir uns das Angebot doch wirklich einmal an. Ja, wir haben auf alle Fälle Blumen dabei, und zwar Hibiskus. Und den schauen wir uns einmal an. Den haben wir auch schon bei anderen Händlern gesehen, macht aber nichts. Ich finde den immer wieder schön, weil A, nicht besonders groß und B, eben schön von der Farbe her. Der steht in der Tat in mehreren von meinen Häusern. Wir haben das gleiche noch einmal, etwas eine Nummer kleiner, im Prinzip das gleiche, je nachdem, was man braucht. Ich finde die auch nebeneinander ganz schön in den verschiedenen Größen. Also das ist wirklich etwas, was ich unheimlich hübsch finde und mit 250 Gold auch nicht sonderlich teuer. Das ist leider aber auch wirklich alles, was sie anzubieten hat. Den Rest hatten wir in der Tat auch schon bei anderen Händlern. Gut, die junge Esche ist vielleicht nochmal nicht überall zu haben oder auch die zerbrechliche Esche in diesem weißen Ton. Das ist vielleicht nochmal ein bisschen was Außergewöhnliches. Aber alles andere haben wir in der Tat auch bei den anderen Hausausstattern, können wir dort kaufen. Deswegen gehen wir einmal rüber zum Errungenschaftsausstatter. Ihr habt ein Zuhause und einen Hof? Wunderbar, dann lasst uns ein Geschäft machen. Ja, unbedingt. Was hat der Gute denn anzubieten? So, und zwar haben wir hier doch das ein oder andere auch schon teilweise freigeschaltet, je nachdem, wie ihr schon gequestet habt. Wenn irgendwas rot ist, dann habt ihr mit dem Mouseover einen Hinweis, welche Errungenschaft hier benötigt wird, um eben diese Items zu kaufen. Kaufen könnt ihr sie dann so oft, wie ihr wollt. Naja, solange es Geld halt reicht. Aber die Sachen sind dann an euch gebunden. Die könnt ihr nicht weitergeben, nicht verkaufen. Also höchstens dann innerhalb eurer Charaktere weitergeben. So, wir schauen uns das Ganze mal an. Eine blutrote Schüssel. Sehr, sehr klein. Also eine normale Größe, wie man es dann auch in die Küche stellen kann. Was das Rote da drin ist, wollen wir jetzt einfach nicht wissen und gehen einfach über zu dem nächsten. Da haben wir einen gelben Gegenstand, kostet auch gleich 50.000 Gold, ist eine Gargül-Statue, aber die ist natürlich auch wirklich, wirklich toll. Von der Größe her geht es, eine normale Statuengröße ist natürlich durch die Flügel etwas größer, aber die ist wirklich ganz, ganz toll. Und die macht sich überall super. Ob die nun irgendwo oben auf dem Stein steht, auf einer Säule oder einfach so auf dem Vorplatz. Sehr beeindruckend. Die finde ich richtig, richtig cool. Als nächstes Hoffnung von Kluftspitze. Das ist ein kleiner Turm. Den finde ich auch ganz toll mit diesem Efeu und der Flamme in der Mitte. Also auch etwas, was ja nicht jeder bei sich zu Hause stehen hat. Und man könnte es theoretisch ausmachen, aber wer will das, wenn man so eine schöne Flamme hat? Das macht man natürlich nicht, ne? So, dann haben wir Sternbildkacheln, 3 Stück. Ein bisschen runter, dass man sie vielleicht ein bisschen besser sieht. Ähnliche haben wir auch schon beim Luxushändler am Wochenende bekommen. Hier haben wir eben 3, die wir auch so bekommen können, wo wir nicht auf den Luxushändler warten müssen.
Aha, die dritte steht. Die sieht man so ein bisschen besser. Ich finde die eigentlich ganz hübsch. Ich habe da einige davon in meinem Museum hängen. Das sind ja so Edelsteinchen, die hier drin sind. Das macht das Ganze wirklich ein bisschen, ja, außergewöhnlicher. Ich mag die wirklich sehr gerne. Von der Größe nicht ganz so klein. Also ein Quadrat hier unten. Also so, ja, größer wie so ein Baumumfang kann man sich das vorstellen. Also nicht gerade ein kleines Bildchen, aber... Ich denke mir, wenn euch das gefällt, werdet ihr sicherlich auch einen Platz dafür finden. So, als letztes Wagen des Todes. Den kennen wir, den haben wir schon öfter gesehen in diversen Dungeons, wie auch immer. Ja, wer sowas mag, für 25.000 Gold hier zu bekommen. Aber man muss halt auch erstmal diese Zone abschließen, um Abenteurer oder Abenteuer in Kluftspitze zu bekommen. Dann kann ich das auch kaufen und in mein Haus, beziehungsweise wohl eher auf den Vorplatz, am besten irgendwo hinters Haus abstellen. Das waren die Items hier aus Kluftspitze. Ich finde, da waren richtig schöne Sachen dabei. Also gerade... die Hoffnung von Kluftspitze finde ich total toll, aber auch die Gargoyle-Statue, die ist schon mega. Also da lohnt sich das Questen auf alle Fälle. Und wenn euch das Video gefallen hat und weitergeholfen hat, dann freue ich mich natürlich immer über ein Like und ein Follow. Ich wünsche euch super viel Spaß beim Geld ausgeben, beim Housing sowieso und sage damit Tschüss, eure Kastanie, bis zum nächsten Video.